Moin! Hier, take this! So. Ich will gucken. Vielleicht ist es jetzt wasted. Vermutlich. Ja, immer wenn ich das mache, dann ist es wasted. Was? Wo ist er jetzt hin? Ja, genau. Oh Gott. Oh boy. Fuck. Boah, das war gemein. Das war jetzt gemein. Easy, Leute! Gemacht! Puls wieder 3000, aber... We did it! Glaube ich? Der Balken ist immer noch da. Oh, Jesus. Ich sehe gerade sehr gechillt aus, aber meine Pumpe ist gerade... Junge, was zur Hölle? Oh no! What's going on? Guter Jäger, ihr seid gekommen. Was? Guter Jäger, ihr seid gekommen. Ich will dich nicht töten. Morgen bricht an. Die Nacht und dieser Traum werden bald enden. Yamin erwartet euch am Fuße des großen Baums. Nun gut. Die Echos sollen zu eurer Kraft werden. Lasst mich näher kommen. Jetzt schließt die Augen.
Alter, wir sind einfach Level 70. hallo? Aber wir haben immer noch keine Dings bekommen, ne? Hast du ein Streichholz angelegt? Ups. Oh, guck mal. Da mache ich noch mehr Damage, oder was? Warte mal, sehe ich irgendwas falsch? Oder mache ich einfach mega krank Damage jetzt? Hab schon ganz lange nicht mehr überprüft, ob es irgendwas Freshes im Shop gibt. Guck mal hier, Blitzpapier. Easy. Ist da. Guck mal hier. Oh, warte mal. Also, theoretisch geht's ja jetzt hier oben weiter. Aber wir haben noch gar nicht, also bei dieses Mergo-Speicher-Basis, da gibt's ja auch noch einen Weg, entlang zu gehen. Also, was würdet ihr jetzt sagen, Leute? Sollen wir jetzt da fortfahren, wo wir gerade aufgehört haben? Oder sollen wir erstmal die Laterne nehmen, die ich mir vor, keine Ahnung, eine Stunde oder so geholt habe? Wo wir diesen Pfad noch nicht lang gegangen sind. Also, das ist da, wo ich hinkomme und rückwärts laufe und hoch zum Lift und dann nach rechts gegangen bin und so weiter und so fort. Ja, also ich vermute mal, dass es hier auch noch einen Boss gibt. Da möchte ich euch ja gerne mal mitentscheiden lassen, ob wir jetzt wieder hier hingehen oder dahin gehen. Was sagt ihr dazu? Bitte? Nicht so schüchtern, Leute. Nicht so schüchtern. Mergos. Keine Ahnung, wo es hingeht. Ja, ich mache euch doch nur einen Vorschlag. Ich weiß auch nicht, wo es lang geht. Okay. Dann gehe ich den Weg erstmal entlang. Und guck, ob es da irgendwas gibt. Kannst du noch der Krähe helfen? In der Cathedral? Was muss ich denn da machen? Ich kenne den Weg nicht. Ja gut. Ja, also Leute, es geht ja nicht darum, ob ihr den Weg kennt oder nicht, sondern vielmehr, ob ihr da runterfallen wollt oder nicht. Nein, also ich habe ja euch gerade den Vorschlag gemacht. Ich weiß nicht, wo es hingeht, aber sollen wir erst dahin gehen? Und dann reicht ja einfach nur zu sagen, nee, mach mal beim Boss weiter oder mach hier weiter. Aber okay, enthalten ist auch in Ordnung. Welche Option gab es nochmal? Es gab diesen Weg lang gehen oder beim Boss, den ich gerade getötet habe, weiter entlang gehen. Diese beiden Optionen gab es. Aber vielleicht wusstet ihr auch nicht, was ich meinte gerade, als ich es gesagt habe. Und ich werde gerade aufgespießt, by the way. Lol. Never mind, Leute. Never mind. Na, wer von euch kennt den Ort hier? Hä? Scheiße. Wisst ihr was? Fail. Hier brauchen wir nicht lang gehen. Das war irgendwie so ein... Ich glaube, das war schon das Shortcut. Irgendwie. Ja, danke. Tolles Gebiet hier übrigens. Gerät bedienen? Wofür? Hat sich erledigt. Immer beim Boss weiter. Ah, Kappa.
Kriegen wir eigentlich noch irgendwas Nennenswertes in der Dungeon, in dieser Low-Level-Dungeon, die drei Ebenen hat und jeder Ebene ist ein Boss? Digga, die Face-Roll ich doch mit der Plus-8-Waffe einfach aus dem Leben. Ich frag mich nur, ob ich irgendwas davon hab, die Bosse zu klatschen. Falls es hier überhaupt weitergeht. Hier haben wir aufgehört. Vielleicht geht's hier auch gar nicht weiter, Kappa. Habe ich euch alle getrollt, hops genommen. Ja, Ich weiß nicht, ob der Pro-Tipp gerade bei uns im Traum war, weil da schon alles am Abfackeln war. Also ich meine, da stand ja auch Albtraum erlegt oder so, als wir den Boss getötet haben. Ja, ist aus dem Leben, klatschst du die. Und ja, es bringt doch dir wohl was, aber du musst dann schon viele Dungeons grinden. Also, meines Erachtens nach ging es jetzt hier nirgendwo weiter. Aber es gibt hier sicherlich noch ganz viele Fleckchen, die ich jetzt noch unentdeckt gelassen habe. Ich weiß zum Beispiel nicht, was ich mit der Alten machen soll. Vielleicht habe ich sie auch glücklich gemacht, hat sie sich gerade bedankt. So, ja, jetzt haben wir den Weg auch frei. Und wo führt das hin? Ach, sag mir nicht, das ist das eine Ding, wo wir gerade gesagt, wo wir draußen halt diesen Schalter hatten. Nee. Was hat die Dame denn gerade nochmal gesagt? Ich soll jetzt zu den und den gehen und dann geht's da und da weiter, oder? Ich glaube, das Spiel hat uns gerade doch schon gesagt, was wir tun müssen, oder? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Also nicht richtig. Scheinbar. Oh. Ja, hier war mal die Brücke. Ja, yo, dann gibt's hier ja nichts mehr. Also dann war ich ja doch schon irgendwie überall gefühlt. Na, vielleicht kriege ich ja jetzt das Ding hin. Moin. Okay. War hier nicht auch eine Laterne? Oder wo kommt die? Ah. Hier? Nee, nein. Das war dieser andere Lift. Hell? Digga. Dieser Kackvogel ist einfach im Weg, Mann. Verpiss dich! Ja, ich hätte schwören können, dass hier auch eine Laterne irgendwo war. Lol, ey. Ach, okay. Doch, also, ja. Ja, never mind. Sind wir doch hier gelandet. I don't know. Hier konnte ich aber sonst nichts machen, oder? Und um diesen schrecklichen Traum des Jägers zu entkommen, halte die Quelle der sich ausbreitenden Plage der Bestien auf, damit die Nacht nicht ewig währt. Okay. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Gab es hier vielleicht noch irgendwas? Im Unterrichtsgebäude? Weiß nicht, wo ich hin muss.
toller Raum. Die Dinger sind einfach Three-Shot. Ja, so kann man natürlich auch Blutechos farmen. Moin. Blutsteinbrocken. Ach, wo kriege ich meine letzte Brocken her, Leute? Die Blutbrocken. Um der Waffe plus 10 zu machen, damit wir alles zersäbeln. Also noch mehr zersäbeln, als jetzt schon, meine ich natürlich. Ah ja, guck mal, hier ist der Saal von oben. Aber bringt mir das was? Kommunion. Kommunion. Fragt mich, warum ich das Ganze retarded vorgelesen habe. Keine Ahnung. Bin ich da vorhin auch lang gegangen? Vermutlich, ne? Scheiße, warte mal. What the hell am I doing? Fuck. Nein. Ah, ich will hier doch gar nicht hin. Na gut, okay. Merke, die Tür neben den Dicken nicht öffnen. Naja, verpiss dich, ey. Digga, was ist das? Das ist nur so eine Kamera aus? Ich hab doch nichts auf der Stirn, oder? Doch, hab ich wohl. Und irgendwie so einen leichten Pickel oder so auf der Stirn. Guck in die Kamera und denk mir so, Junge, was ist das? Da war doch vorher nicht da. Also wenn ich hier ein bisschen lost jetzt rumrenne, sorry, keine Ahnung. Ne? Ich muss jetzt irgendwie mich gerade ein bisschen orientieren. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ich habe vorhin auch irgendwie, glaube ich, noch so einen Schlüssel bekommen, wo ich nicht weiß, wo ich den einsetzen kann. Oder vielleicht habe ich den auch schon verwendet. Kann sein, dass das der Schlüssel kurz vom Boss da oben war. Weiß gar nicht, wo sehe ich da Schlüsselgegenstände? Hier, Schlüssel zur oberen Kathedrale. Das war das schon, oder? Schlüssel zum Siegel des oberen Kathedralenbezirks. Waren wir da gerade? War das der Ort? Nee, ne? Vielleicht muss ich ja wirklich nochmal zum Kathedralenbezirk und gucken, ob ich da irgendwo weiterkomme. Auge des Blutes.
So, ohne Momento. Sag mir nicht, die Tür führt mich auch da rein, in den Menses-Albtraum. Tut's, oder? Ich schwöre auf alles, der wird mich da wieder reinführen. Vielleicht komme ich auch nirgendwo anders hin von hier. Kann sein. Habe so ein blödes Gefühl jetzt gerade. Ich glaube, es führt mich auch dahin. Alter. Ah. Was? Oh, uff. Danke für gar nichts. Hol dir vom Endboss auch noch die Puppenkleider. Wie komme ich da dran? Aber das ist doch das, was ich dadurch kriege, dass ich die Puppe verkaufe, oder? Und ich komme irgendwie nicht mehr zu dem Ort hin, weil diese Sacktypen nicht mehr da sind. Ey, yo. Ich fühle mich gerade ein bisschen stupid. German erwartet euch am Fuße des großen Baums. Geht, guter Jäger. Wo ist denn der große Baum? Guter Jäger, eure Anwesenheit wirkt beruhigend. Ich spüre alte Echos. Sie fließen in euren Adern. Ach so, okay. Lebt wohl, hinter guter dir. Jäger. Möget ihr euer Heil in... Was? Hinter mir. Wo war denn ein großer Baum? Oh, upsi. Dich mal um. Im Traum oder hier irgendwo generell? Weil guck dich mal um ist ja, wenn du generell meinst, dann ist ja Tipp des Tages, Alter. Wie komme ich bei dem Käfigboss hinter die scheiß Tür? Du musst oben rumlaufen und dann oben irgendwo runter droppen. Von diesem Ort erzählt, ja? Naja, sie redet nicht besonders viel, aber trotzdem, es ist auf jeden Fall gut, dass sie am Leben ist. Triumph? Oh, da bist du ja. Du bist früh zu Hause, mein Schatz. Ist irgendetwas passiert? Du kannst mir alles sagen. Deine Mutter bringt alles in Ordnung. Ich bin lost. Na? Irgendwelche Leute, die mir ins Gesicht boxen wollen?
Vielen Dank. Diggi. Diggi. Ich habe hier sowieso noch nicht alles geholt. Wartet mal. Es gibt auch Orte, die wir bis jetzt noch nicht entdeckt haben, die man entdecken kann. Viele. Einige. Wo es so kleinere Items gibt. Aber auch einfach nur so cool zu sehen sind, dass sie überhaupt da sind. Dass es sie gibt. So, bin ich hier noch nicht auf den Häusern rumgesprungen? Und hab sowas eingesammelt? Doch, oder? Sonst würde da noch was leuchten. Nicht nur kleine Items, auch fette Waffen. Hm. Ja, aber Bloodborne ist immer nur eine Sache, ne? Hä? Wer ist denn hier gestorben? Man weiß nie, wo noch sich irgendwie ein Türchen öffnen könnte oder sich geöffnet hat. Wo man auf einmal Zugriff hat. Man hat ja nicht unbedingt immer im Kopf, wo alles verschlossene Türen waren. Wo man potenziell vielleicht nochmal hingehen könnte. So, hier links eher weniger. Na, gehen wir nochmal in die Kathedrale rein. Einfach just for the lulz. Hier wird es wahrscheinlich nichts geben. Vielleicht aber doch. Na. Eher so ein Nope. Ja, warum soll die auch was sein? Oder? Hier, Tür? Ne, ist keine Tür. Hm. Links lang gehen brauchen wir ja nicht. Da gibt's nichts. Ne, muss erst Krähe helfen. Ist eine Storyline. Wo ist denn die Krähe? Ist das diese komische Alte, die wir ganz am Anfang da gesucht haben? Ja. I don't know. Ups. Ah, nee, Mann. Ich glaube, jetzt, wo ich gerade rumrenne, da wird es auf jeden Fall nichts Neues geben. Trotzdem würde mich interessieren, wo es einfach ganz normal in der Geschichte weitergeht. Wo ist denn Fuße des Baumes? Wo ist German? Denn keiner macht mich mehr an. Da gab es auch mal eine Door, die wir nicht öffnen konnten. Was ist eigentlich damit? Gibt es hier mittlerweile eine Möglichkeit dafür oder eher weniger? Und seit wann ist hier nur ein Dude? Hier sind doch normale mal zwei. Ah, guck mal, hi.
Fuck. Ja, jetzt würde ich gerne einen Hint haben, Leute. Hat jemand einen Hint für mich? Ich meine, wenn ich lang genug suche, finde ich es irgendwann. Aber wir können das Ganze ja gerne mal ein ganz klein wenig abkürzen. Also, du willst zum nächsten Boss? Ja, doch. Hier sind wir auch noch nicht gewesen. Dann geh mal zum Hub. Okay. Wahrscheinlich muss ich hinterm Haus irgendwas machen, oder? Aber gut, okay. Machen wir gleich. Wir gucken uns einmal hier um. Das ist der Ort nämlich, wo ich irgendwie nicht mehr wusste, wie ich hier hinkomme. Ich wusste, dass es diesen Ort gibt, ich wusste aber nicht mehr, wo er war. Wartet mal, ich habe eine Idee. Vielleicht gehen wir einfach mal hier nach oben. Da oben ist, glaube ich, auch eine Tür gewesen, die man nicht öffnen konnte. Warte mal. Ja, wir machen mal Looky-Looky. Hier oben gibt es einen dicken. Ja, okay. Kann man einmal dick im Kreis laufen. Hier gibt es, glaube ich, auch noch so kleinere Stellen, wo man wahrscheinlich irgendwo runter droppt und dann ist man auch irgendwo da. An einem Secret. Könnte ich ja fast mitwetten. Du hast auf jeden Fall was verpasst. Guck mal, das ist doch schon mal nice. Naja. An irgendeiner Stelle kann man auch irgendwo unterdroppen. Himmel und Kosmos sind eins, der Chor. Da geht's rein. Meinen nämlich. Yo, Alter, das ist der. Das meinte ich, Alter. Ich habe mir gedacht, dass wir diesen Schlüssel hier verwenden können. Junge, Alter.
machen Madness. Madness? Hallo. Einen Moment. Wir spenden mal eben einen Punkt. Great. Ich habe wieder einen Hoffnungsschimmer. Wir können irgendwo weitermachen. Einen Augenblick mal eben. Ne, gibt's hier nix? Dieser Stumpf scheint mit dem Albtraum verbunden zu sein, aber es gibt keine Boten. Warte mal, hätte ich das vorher machen müssen? Weil der Albtraum ist doch jetzt erlegt, heißt es, oder? Oder hieß es nach dem einen Boss? Ah. What do I know? Ach so, Cosmetics sind das. Okay. Mhm. Moin. Ja, fuck. Kann ich meine Madness auch irgendwie aufhalten? Guck mal, wie schnell meine Madness hier hochpush. Ah, lol. Du bist halt mad. Ach so, glaub Blutding skillen, damit du Resisten kriegst. Wofür ist die Ecke jetzt hier gedacht gewesen? Als Maul. Chorgewänder. Bruder, ich laufe gerade eigentlich mit dem Gewand rum, das ich ganz am Anfang vom Spiel gekriegt habe. Vielleicht gibt es ja mittlerweile ein Set, was ich tragen kann, was einfach viel besser ist als das, was ich jetzt habe. Oder? Irgendwas läuft hier rum. Nee, Mann, die Sets haben so extrem wenig Einfluss auf das Game. Na gut, okay.
Hi. Er lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Lol. Oh! Alter, hab ich mich erschrocken! Junge! Jesus Christ, Alter. Okay. Hallo? Meinst du, der geht zur Tür und ich kann ihn gleich hitten? Nee, ich glaube nicht. Was? Oh, hi. Es geht. Ja, ja. Oh ja, genau. Es geht. Ganz schön dunkel hier. Hier geht's auch irgendwo lang. Boah. Irgendjemand hat hier richtig Bock. Der schnabuliert da oben gerade irgendwas. Oh, okay, der ist hier unten. Hi. Alter, die bringen 3000 Echos. Warte mal eben. Ich bekomme ständig irgendwelche Sachen. Ich verwende gar nichts in dem Game. Nichts. Ja, moin. Oh! Halt die Fresse, ey. Das Spiel, das will jetzt gerade einfach mal möchtig ein Horror-Game sein. Okay. Hä, war jetzt nicht hier die Tür? Wollte gerade sagen, hallo.
Moin. Ah, zwei von denen. Ja, great. Oh, das ist jetzt nicht cool. Ich glaube, das ist uncool. Jetzt hat er irgendwie so eine komische Zipfel mit... Ja, das ist... Oh, das ist jetzt sehr schlecht. Ah, nee. Oh, nee. Alter, war das knapp. Nein! Oh! Hallo? Hi. Kontaktieren. Aha. Was bringen diese Viecher, die man eigentlich im Einsammeln Kommunion, interagieren, entlabada, wodabadi? Nichts? Das war's? Das sind Segen, die du equippen kannst. Oh, warte mal eben. Segen? Ach, das ist das, was ich an diesem Altar machen kann, oder? Junge, ich habe, glaube ich, noch gar nichts aktiviert. Ja. Richtig. Ja, pff. Das war's? Mehr gibt's hier nicht zu sehen in diesem Gebäude. Easter Egg aus Dark Souls? Oh, lol. Puh, ey. Wartet mal eben. Ich muss schon wieder richtig pissen, ey. Oh, ich bete einfach mal, dass mir hier nichts passiert. Dann kletter ich mal hier wieder weg.
Hallo? Meine Damen und Herren, ich bin wieder da. Ich bin voll am Stissel. Wie sieht's aus eigentlich bei dem Marcel? Ist er eigentlich immer noch an dem Käfigboss oder auch schon? Wider. Am Widermarken. So. Ja. Der ist mad. Marcel ist mad? Und musste aufhören. Oh je. Oh fuck, Alter. Madness incoming. Und. Jetzt sag mir nicht, das ist eine Sackgasse. Mach mich nicht schwach spielen. Mach jetzt keine Sackgasse hier. Nein, tu mir das nicht an, Spiel. Ich war gerade voller Hoffnung. Hätte ich links? Habe ich links noch irgendwas? Gab es da noch einen Weg, den ich nicht genommen habe? Hä? Oder ich habe jetzt gerade draußen noch nichts übersehen, oder? Oder habt ihr was gesehen, was ich nicht gesehen habe? Bin mir nicht sicher, ob ich mich hier... Ah, okay, Moment. Ah! Hahaha! Ja. Hahaha! Oh, auf damit! So, dann gebe ich mal eben kurz meine Points aus. Vorne an der Laterne und dann gehen wir gleich hier hoch. Ja, wow. Das hat's vollgebracht. So, schön erstmal Wasser hinterher trinken, damit ich gleich wieder auch ordentlich pissen muss. Was macht ihr eigentlich gerade so nebenbei, Leute? Johnny, hast du schon Bloodborne wieder angemacht? Leveln. Also der Funke zu Bloodborne ist bei dir noch nicht übergesprungen, ja? Ich krieg dich auch noch dazu. Vielleicht. Also fände ich zumindest cool. WTF. Es geht bei dem ab. Diese Atmosphäre, diese Musik. Oh Gott, oh boy. Oh oh. Oh no. Ich hab mir gedacht, dass jetzt sowas passieren würde.
ist denn hier der Boss dann? True. WDF. Ah, guck mal, die kommen ja einfach immer wieder. Ja, das ist natürlich great. Bin am Proggen und switch ab und zu zum falschen Rechner. Du switcht ab und zu zum falschen Rechner. Wo muss ich wen töten? Ich weiß nicht, ob ich mich irgendwo durchrollen will. Fenster? Wo war denn hier ein Fenster? Hier war eine Tür. Wo ich gerade war. WTF. Okay. Hä? Hat er Schaden gemacht am Boss? Oder wieso hat er unten so Dings? Hä? Wie? Jetzt verstehe ich gerade gar nichts mehr. Junge, wie soll man denn da drauf kommen? Hä? Okay, aber mehr geht nicht, ne? Noch mehr solche Dinger? Sicher? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade mache überhaupt. Muss ich jetzt hier was machen oder nicht? Nee, ne? Hä? Stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch. Hier ist doch nichts. Hä? Der einzige Hinweis war jetzt, roll mal gegen die Tür. Dann roll ich gegen die Tür. Und dann öffnet sich das irgendwie so halb, aber eigentlich nicht, weil ist ja Bossraum gerade und ich komme hier nicht weg. Und keine Ahnung, muss ich hier einfach mehrere von diesen Dingern töten oder einfach nur den richtigen? Ah! 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 Weil der ist doch jetzt halb tot schon, der Boss. One moment, please. Er sieht irgendwie jetzt mittlerweile ein bisschen ungemütlicher aus. Jetzt hat er gerade eine super duper Smash Attack gemacht, wo ich am besten nicht drin stehen sollte. Okay. I take it. Ja, das sind so Bosse, wo ich mir dann im Nachhinein immer wieder frage, check ich nicht.
German erwacht. Geht, gut. Nun gut, lassen. Könnt ihr noch ein bisschen oder wollen wir so langsam mal eine kleine Bloodborne-Pause machen? Leute. Wit, Ausdauerstärke, I don't know. I don't know! Ah komm, aber in Stärke rein. Die sahen so ein bisschen aus wie die Aliens aus Mars Attack. Haha! Ika, schön, dass du auch noch dabei bist, Junge! Lichtblumengärten, denke ich, ist das. Moin. Aber danke für den Tipp mit dem Fenster. Nochmal. Also, das war zwar nicht the way to go, aber anschließend ja. Ich bin bei Bloodborne eher still, weil ich nicht, da nicht so viel zu sagen kann. Ist eigentlich gar nicht mein Spiel, aber guck dir trotzdem zu. Das ist ehrenhaft. Richtiger Ehrenmann bist du, Ika. Oh, Junge! Das sieht ja ganz schön... Au, oh, Junge! Den Fight will ich machen, allerdings erst, wenn ich Blutfiolen habe. So will ich den nicht phasen. Mit drei Stück? Na, mhm. Kann ja keiner ahnen, dass direkt dahinter noch ein... Warte mal. Noch einer, ein Boss ist. So unmittelbar. Okay. Glaube, ich komme da sonst nicht hoch. Naja, gut. Aber ich denke mal, Leute, ich werde jetzt, ich werde mir jetzt kurz noch ein paar Blutfiolen holen und dementsprechend werde ich dann an dieser Stelle einfach eine Pause machen und nächstes Mal geht es dann direkt straight zum nächsten Boss, den wir dann hoffentlich wieder easy peasy cheesen werden. Aber ja, dann machen wir jetzt erstmal eine kleine Pause. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal in aller Frische, hoffentlich dann bei Bloodborne wieder, wo wir vielleicht eventuell sogar das Spiel schon durchspielen. Ich weiß es nicht. Vielleicht sagen wir auch vorher, ja, jetzt auf einmal wie, ne? Ich habe gerade gefragt. Weitermachen, nicht weitermachen, kommt nichts. So, also, too late. Alles klar, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.